So, da bin ich wieder, diesmal mit einem neuen Bogo-Video, und zwar mit dem zweiten Video zum Verbalsuffix zum Anstellen einer Vermutung namens Ramu. Zweite Bedeutung ist ja die, wo man eine Vermutung über die Ursache von etwas anstellt. Und dazu habe ich wieder ein Gedicht ausgewählt, aus dem Kokinshu Nummer 84 ist das, also noch ein Frühlingsgedicht aus dem zweiten Frühlingsgedichtkapitel sozusagen. Von Kino Tomori. Ich fange einfach mit Lesen an. Hisakata no hikari nodogeki haru no hi ni shizuku koro naku hana no chiru ramu. Okay, soweit so gut. Ich habe es auch schon vorstrukturiert mit Punkten und so weiter. Ich muss gestehen, dass es hier eine kleine Unklarheit gibt, wo ich mir selber nicht so ganz sicher bin, wie man das übersetzen sollte oder wie man das zu interpretieren hat. Also ich habe zwar eine Vorstellung davon, aber ich bin auch ein bisschen unschlüssig oder bin allgemein ein bisschen unschlüssig, ob das dann auch wirklich richtig und zutreffend ist. Aber ich halte es für sinnvoll, es so zu übersetzen, deswegen schlage ich euch so vor. Gut, wir gucken erstmal an, was wir haben. Das Ramu, unser Zodoshi, mit dem wir uns gerade beschäftigen, steht hinten, hinter Chiru. Chiru bedeutet ja fallen. Und ja, das benutzt man für sowas wie Laub oder Blüten oder so. Hier sind es halt die Blüten, Hana. Gut, Ramu, das Verbalsuffix der Vermutung, wird an die Susike angeschlossen. Und genau, das war das, was zum Verb zu sagen ist. Davor haben wir noch allerhand, wie zum Beispiel, was erstmal grammatikalisch wichtig ist, das Naku. Naku von Nashi, also es gibt etwas nicht oder es existiert etwas nicht. Das hängt hier aber mit dem Shizu-Kokoro zusammen. Shizu-Kokoro, Shizu von Shizuka, also ruhig oder ausgeglichen oder ja, ruhig, still. Shizuka halt so heißt. Und Shizu-Kokoro ist dann halt so ein ruhiges Gemüt oder entspannten, mit entspanntem Gefühl oder ruhigen Herzens oder sowas. Und wenn das Ganze Nashi ist, dann ist es also ruhelos oder rastlos oder hektisch oder unruhig oder sowas. Jetzt steht hier Naku, das ist die Renyoke von Nashi. Und wenn wir eine Renyoke haben, haben wir ja... wenn Shizu-Kokoro Nashi insgesamt so ruhelos oder hektisch oder sowas bedeutet, dann ist das also insgesamt ein Keyoshi, also ein Adjektiv. Das heißt also, wenn ein Adjektiv in der Renyoke steht, dann wird es auch wird es adverbial benutzt und bezieht sich dann auf dieses Chiru. Also irgendwie so unruhig oder ruhelos oder ja, hektisch oder sowas. Fallen. Gut, was haben wir davor? Haru no hi ni, also ni als Joshi, als Partikel zur Zeitpunktangabe. Haru no hi, Frühlingstag. Der ist auch näher erläutert durch Hikari, Licht, Nodo Keki. Nodokeshi bedeutet sowas wie sorglos und steht in der Rentaike, wie man an dem Ki erkennt. Bezieht sich also auch auf den Frühlingstag, Harunohi, also ein sorgloser Frühlingstag oder ein heiterer Frühlingstag. Und er wird noch weiter erläutert. Hisakata no hikari nodokeki haru no hi ni. Also ein Frühlingstag, an dem ganz wörtlich das Licht des Himmels, Hisakata ist ein anderes Wort für Himmel, sorglos oder heiter strahlt oder scheint. Gut. Also an einem Tag, an dem das Licht des Himmels so sorglos strahlt oder scheint, wie oder warum ist da das Fallen der Blüten nur so
unruhig. Oder ja, unruhig ist eigentlich schon ganz gut. Hektisch hört sich so an, als wenn das so zack, 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 zack. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht gemeint, es ist eher so gemeint. Wieder im Gedenken an die Vergänglichkeit des Seins und so weiter, dass jemand da sitzt und eigentlich einen sehr schönen Frühlingstag mit angenehmem Wetter und so weiter miterlebt und dann halt die Hanna, die Blüten sieht. Im Frühling ist natürlich damit sind immer die Kirschblüten, also Sakura no Hana, implementiert. Und er sitzt halt da und genießt diesen Frühlingstag und fragt sich aber, wenn dieser Tag, der ja insgesamt hier so Hisakata no Hikari no Dokeshi ist, also wo das Wetter so angenehm ist, der halt in sich so schön und so perfekt und so abgerundet ist, warum nur fallen da die Blüten bzw. die Kirschblüten so unruhig? Das ist also etwas, was ihn trotz der Perfektion der Situation, in der er sich befindet, irgendwie doch nicht so ganz abdriften lässt oder das Ganze in sich, für sich unreflektiert genießen lässt, sondern trotzdem schwingt immer noch im Hintergrund mit, dass das, was er sieht, vergänglich ist. Gut, so viel zur inhaltlichen Interpretation, aber worum es eigentlich geht, so Ramu zum Ausdruck der Vermutung über eine Ursache, also warum nur oder wie nur, fallen die Blüten da so unruhig. Worauf ich hinaus wollte, wo ich ein bisschen unsicher bin, ist der Aspekt, dass hier ein No steht, nämlich Hana no Tsiruramu. Und No ist ja ein Joshi, das zum Ausdruck, also für einen genitivischen Anschluss eigentlich gebraucht wird. Das heißt also, normalerweise steht davor und dahinter ein Substantiv. Und wenn wir uns jetzt Tsiruramu angucken und wir dann mal genauer bei Ramu ins Grammatik oder ins Wörterbuch gucken, dann sehen wir, dass das ein Yonan-Doshi ist. Und da ist die Shushike mit der Rentaike identisch. Und meine Vermutung ist, weil die Rentaike ja nicht nur genutzt wird, um Verben oder Verbalsuffixe irgendwie attributiv zu gebrauchen, sondern weil sie auch genutzt wird, um Verben bzw. Verbalsuffixe und die dazugehörigen Verben zu substantivieren, dass es hier einfach das Warum wohl Fallen der Blüten ist. Und dieses das Warum so Fallen der Blüten dann nochmal näher erläutert durch dieses Adjektiv wiederum. Denn dass das Verb mit seinem Verbalsuffix substantiviert ist, befreit es ja nicht von, davon, dass diese verbbeschreibenden Bestandteile nicht ganz reguläre Adverben sein können, so wie hier das in der Renyoke stehende Keyoshi. Ja, genau, so viel zu der Unsicherheit, aber ich denke mal so insgesamt war das ein ganz gutes Beispiel für Ramu zur Anstellung einer Vermutung über einen Grund oder eine Ursache. Und damit würde ich Ramu dann abschließen. Dann machen wir als letztes Verbalsuffix der Vermutung noch Kemu. Werde ich wahrscheinlich auch ein Gedicht als Beispiel auswählen. Und danach machen wir noch ein paar Partikeln und die restlichen Aspekte, die uns noch fehlen. Das dann aber auch wieder in Prosa, damit wir auch ein bisschen ausgeglichen, ein wenig ausgeglicheneres Verhältnis haben. So viel dazu und dann verabschiede ich mich erstmal wieder.